Herzlich willkommen zur 8. Episode unseres Monster Hunter 3 Ultimate Edition Let's Plays. Ich bin Soevo und wir sind immer noch am Angeln. Stehen genau an derselben Stelle, an der wir aufgehört haben in der letzten Episode. Und versuchen jetzt, den letzten goldenen Fisch da zu fangen. Was sich ja nicht ganz so einfach herausgestellt hat. So, gucken wir mal, ob jetzt hier noch einer dazu spawnt. Ansonsten springen wir wieder ins Wasser, verjagen die Fische und warten, dass neue kommen. Das hätten wir ja früher schon mal machen sollen. So, mal gucken, was da kommt. Das war irgendein kleiner Scheiße. Und nächste Runde. Na, sieht nicht so aus, als wenn wieder einer dabei wäre. Nur diese Wetzfische. Ist auch wieder ein anderer, dann springen wir wieder rein. Provozieren die nächste Fischen. Das ist wieder kein richtiger. Die auch nicht. Wäre so ein Nadelthunfisch. Wenn ich eh keinen Platz hab. Nur noch nicht alle Fische gespawnt. Einer müsste noch kommen. Von der Anzahl her. Deswegen warten wir gerade nochmal. Okay, da hinten ist er gekommen, ist aber auch ein Mistfisch. Wenn wir den hier raus, gucken, was respawnt und wenn nicht, dann springen wir wieder rein. Das kannst du so lange, bis wir den einen Fisch bekommen, den wir brauchen. Nö, falscher. Das ist bisher so eine der langwierigsten Quests, die ich gehabt habe. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur Pech habe oder ob ich da irgendwas falsch gemacht habe oder so. Oder zu blöd bin oder ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es die aufwendigste Quest. Bis jetzt. Ist wieder nicht der dabei, den wir brauchen. Aber wir haben so einen mal an der Angel. Gucken, was du bist. Speerthunfisch. Dich nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Du siehst gut aus. Ja, komm, wir legen die Ration ab. Aber keiner von denen, die wir wirklich brauchen. Eine Rarität von. Raritätswert von 5 hatte dieser Speerthunfisch-Ding. Ist ganz gut. Oder Nadel? Ne, Speer war's. Glaubst du mit das seltenste, was wir bisher gefunden haben? Ah, da ist einer, den wir brauchen. Das ist unser letzter. Haben wir endlich mal Glück gehabt. Jetzt muss er nur noch anbeißen. Aber erstmal beißt der Falsche ab. Aber halb so wild. Wir haben ja immer noch den da vor der Nase, den wir brauchen. Ich denke, es wird wieder nicht er. Wird so ein kleiner blöder Fisch. Na komm, diesmal bist du's. Beeil dich einfach ein gutes. Sehr gut, wir haben ihn. Das ist der dritte.
Dann haben wir jetzt alle und können zurück. Gott sei Dank. Es hat ja doch einiges an Zeit in Anspruch genommen. Hätte ich anfangs nicht gedacht. Aber gut, immerhin gibt es dann auch solche Quests. Jetzt haben wir diese blöden Feline. Müssen wir mal aufpassen. Immerhin haben wir es in der Zeit geschafft, das ist ja das Wichtigste. Denke ich zumindest. Hätten die Ration vielleicht essen sollen, statt sie wegzuwerfen. Aber gut. Hinterher ist man immer schlauer. Ist jetzt aber ja auch kein Beinbruch. So. Nächste Mission geschafft. Also dieses 20-Sekunden-Kram müssten wir irgendwie auch abbrechen können, dass man sagt, hier, ich will sofort abgegeben haben. Gucken, ob wir für unseren kleinen Fisch da einen Bonus bekommen. Das wäre ganz cool. Oh, wir kriegen jede Menge Fisch. Und hier noch? Das hatten wir auch schon. Jo. Immerhin 1800 bekommen. Das hat sich ja dann doch schon gelohnt irgendwo. Noch mehr wäre mir natürlich lieber gewesen, oder? Man kann ja nicht alles haben. So, jetzt wollte ich gerne mal mit dem Schmied sprechen, um zu gucken, was wir eigentlich brauchen, um unsere Waffe aufzuwerten. Das Erz haben wir jetzt. Brauchen wir Groß-Yagi-Klaue und Groß-Yagi-Haut. Da sollten wir doch Groß-Yagis für irgendwas jagen. Für irgendeine Gildenquest. Da gucken wir gleich mal nach, aber erstmal tun wir unsere Taschen noch leeren. Sonst kommen wir nicht gerade weit. So. Die brauchen wir nicht. So. Sind wir wieder halbwegs leer. Da haben wir auch alles auf Lage, was wir brauchen. Was ist das hier eigentlich? Okay, ist dasselbe Quatsch. So, dann gehen wir mal gucken, was diese großen Yagis sind. Aber erstmal haben wir hier noch eine Stufe 1 Quest. 8 rote Korallensteine. Okay. Machen wir. Ja, Korallensteine werden wohl irgendwo beim Wasser sein, vermute ich einfach mal. Mal schauen, was uns dort erwartet. Vielleicht kriegen wir ja noch sogar einen Tipp von der, von dem Gildenliebchen. Wohl nicht. Sauerstoff, also sind wir auf jeden Fall im Wasser. Das ist mir schon mal ganz nett, dass wir anhand der Sachen, die in der Vorratskiste sind, herausfinden kann, in etwa, was man machen soll oder in welches Gebiet man sich begeben muss. Finde ich schon mal ganz nett. Jetzt gucken wir mal in der Ration. Müssen wir da mal einen essen. Okay, das hätten wir vielleicht schon alle in Stelle machen sollen, aber egal. Bisher sind wir ja noch in keine lebensbedrohlichen Lagen gekommen. Ich denke, das wird sich so schnell auch noch nicht ändern.
Was ist denn das hier für ein Zeug? Spindennetz? Hülsenbeere? Noch eine? Insektenhülse. So, dann gehen wir mal weiter. Ich habe immer noch ein bisschen Angst, dass dieser Lagia-Gruß auch wieder auftauchen könnte. Aber da haben wir wohl keine Wahl. Der ist tot, das ist gut. Ich weiß nämlich nicht, ob ich halt aus so einem Monster die Korallensteine krieg. Oder ob die vielleicht sogar in dieser Höhle hinten bei dem Zwölfergebiet sind. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder dass ich sie hier halt irgendwie einsammeln muss, das könnte auch noch eine Möglichkeit sein. So. Der ist einfach verschwunden, ey. Okay. Lass mal die Fische mal in Ruhe. Müssten wir wahrscheinlich mit einer Harpune, wenn dann angreifen. Oder wir sagen, wir gehen jetzt erstmal hier in das nächste Gebiet und gucken, ob wir da was sehen. Sonst richtig rumsuchen können wir immer noch, wenn dann da nichts war. In den nächsten zwei Dingern. Noch so ein bisschen nach dem Bestienvieh Ausschau halten. Könnte natürlich auch sein, dass es doch mal hier oben, wenn es das zur Bedeutung ist oder so. Ich denke aber eher nicht. Aber Luft können wir da wieder auffüllen. So, wieder runter. Ich gehe halt echt davon aus, dass die Korallen dort sind. In dieser Höhle. Würde zumindest für mich Sinn ergeben. Sieht aber noch nicht danach aus, als wenn die hier wären. Nur Knochen, denke ich wieder. Aber sind noch nicht mal Gegner da diesmal. Wir haben auch keinen Tipp oder so bekommen. Sehr seltsam. Vor allem sollen es rote Korallen sein. Die müssen ja irgendwie ja eine Bedeutung haben. Okay, müssen wir schon was ablegen für, wenn wir es mitnehmen wollten. Gucken wir mal, was wir ablegen können. Ich denke, die Fackel brauchen wir nicht wirklich. Nehmen wir sowas eigentlich besser mit. Und da ich hier kein Glück gehabt habe, werden wir doch nochmal im 11er und 10er Gebiet uns absuchen müssen. Rote Korallen. Ich denke, dafür, dass es diese Haie haben, haben wir zu wenig Harpunen bekommen. Versuchen es aber trotzdem einfach mal. Ja.
Oh Mann. Na komm. Das erste Harpun ist schon kaputt und der ist dann erstmal tot. Na komm, wie oft muss ich dich denn damit noch pieksen? Na komm. Gibt's doch gar nicht. Na, ich glaube, das kann's nicht sein. Den versuchen wir jetzt mal zu töten. Der ist weggeschwommen, alles klar. Ne, ich denke, das ist es auch nicht. Ich denke, das ist hier irgendwo ganz blöd versteckt irgendwo am Boden. Gucken wir uns mal hier oben um. Nach oben, oder? Ja. Sehen wir hier irgendwas? Da vielleicht hoch. Das könnten wir mal versuchen. Sieht aber nicht danach aus, als ob das gehen würde. Hier vielleicht? Nee. Da geht es ja zurück ins 10. Gucken wir mal wieder unter Wasser. Hilft ja alles nix. Rote Korallen. Ah, in den Knochen also doch. Okay. Wollen wir dafür weg? Den Mini-Witzstein brauchen wir eh nicht. Ich habe nur leider vergessen, wie viele davon brauchen. Da müssen wir gleich nochmal nachgucken. Aber 8 Stück. Ach du Kacke. Nehmen wir erstmal hier so Luftzeug. 8 Stück und wir haben jetzt 2. Ist noch ein bisschen was vor uns, würde ich sagen. Da ist noch Knochen. Ich weiß nicht, ob das der ist, den wir eben schon untersucht haben. Ne, ist es nicht. Das ist der dritte. 4. Nichts, okay. Ab zum nächsten Knochengeriss. Der 5. 6. 7. Einen noch, wenn ich mich nicht täusche. Da ist noch ein Knochengerüst. So, da haben wir zumindest alle für die Quest. Weil wir haben ja gelernt, wenn man mehr sammelt, kriegt man mehr Geld. Nehmen wir alle noch mit. Ja, das nehmen wir, denke ich, auch mit, wenn wir vorher noch nichts dergleichen gefunden haben. Und dieses Luftrationszeug brauchen wir eh nicht. Und zurück zum Lager.
Platz in den Taschen haben wir ja auch nicht mehr wirklich. Von daher brauchen wir uns ja auch nicht mehr viel länger aufhalten. Können schnurstracks zum Lager. Gucken wir noch mal, was sich hier drin befindet. Nur um es zu wissen. Spinnennetz. Noch eins. Alles klar. Ich habe zwar einen Teleporter dabei, aber für sowas dann zu verschwinden, ist ein bisschen uncool, denke ich. Wer weiß, ob wir nicht mal irgendwann in der Klemme sind und froh sind, wenn wir dann einen haben. Ach, Monsterinnereien gab nochmal 300 extra, das ist ja auch cool. Nur die 20 Sekunden abdödeln. Quest erfüllt. So, über 4000 Geld. Das ist ja schon mal eine ganz nette Summe. Auch wenn ich gesehen habe, dass die Waffe aufwerten doch sehr teuer wird. Dann gehen wir erstmal unsere Taschen leeren. Wir mal, ob wir was kombinieren können. Was wir noch nicht vorher gemacht haben. Hier haben wir doch was. Eine Rauchbombe, okay. Netze könnten wir noch machen, aber was bringen die? Okay, das ist jetzt noch nicht so wirklich das, was ich brauche, denke ich. Kriegen wir hier raus, eine Harpune, alles klar. Okay, das ist Munition. Das ist sogar Stufe 2 davon. Wahrscheinlich auch irgendeine Munition. Genesungsmunition. Sehr interessant. Genesungsstufe 2. Was haben wir hier? Sonnenmunition. Jetzt diese ganze Munition. Das war wohl eine Farb. Munition ist sowas wie ein Farbball wahrscheinlich. Das war es aber auch alles, was wir aktuell machen können. Reden müssen wir laut meinem Gamepad auch mit niemandem. Dann würde ich sagen, gehen wir mal gucken, was die nächsten Gildenquests sind. Die Stufe 1 haben wir also alle erfüllt. Ja, wir sollen dafür 3 Monster in der Reihe sammeln. Wenn wir das dann mal machen. Ja, aber sind wir jetzt das erste Mal im nächsten Gebiet, wenn ich das richtig gesehen habe? Bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwarten wird.
Der Sandebene haben wir ja eben schon gesehen, beziehungsweise gesagt bekommen. Das lassen wir mal drin. So, jetzt ist die Frage, welche Gegner geben mir diese Innereien? Vielleicht ihr direkt. Du gehst jetzt gut durch den Kopf. So, du bist schon mal tot. Das ging ja fix. Rohes Fleisch. Aber wir können noch mal gucken, was beim zweiten Mal rauskommt. Okay, Monsterknochen M. Dann haben wir definitiv angegriffen. So, der ist auch tot. René plus Panzer oder so ähnlich. Reneo plus Panzer. Ja. Und einfach mal ins nächste Gebiet. Gucken, ob wir hier andere Gegner haben. Die kennen wir doch schon. Nehmen wir an, das sind dieselben. Wir töten trotzdem einfach mal welche. Schaden kann's ja nicht. Gucken wir mal, was die haben. Rohes Fleisch. Nur rohes Fleisch. Und hier. Monsterknochen S. Gehen wir mal ins nächste Ding. Gucken wir nach den nächsten Monstern, die wir noch nicht kennen. Ich denke, ich werde mich einfach mal hier der Reihenfolge nach abarbeiten. Und jetzt sind wir der Käfer. Brauchen wir nicht. Bin ich mir sicher. Sonst sieht es hier nicht so aus, als wenn hier irgendwelche Gegner wären. Dann gehen wir wohl in die 4 weiter. Oh, hier sind die. Vielleicht kenne ich auch schon. Ihr seid ein bisschen uninteressant, aber ich töte euch trotzdem. Was waren sie schon alle? Sind diese normalen Yaggies? Wie gesagt, denke ich, gehen wir mal in die 5 weiter. Irgendwo müssen ja unsere Gegner sein, die wir brauchen. Für die Innereien. Ich glaube, da stand auch irgendein besonderer Name dabei. Die Lexe greifen im Rudel an. Das sind auch nur diese Yaggies, oder? Und Yagi, ja. Deswegen eine Stufe größeren. Gehen wir hier weiter. Okay. Das sieht doch auf jeden Fall schon mal anders aus. Okay, und hierfür brauchen wir wohl auch dieses Heißgetränk. Wo hab ich's denn? Oder Kaltgetränk, okay. Wenn wir hier drauf gehen, kriegen wir sonst Schaden. Das muss ja nicht sein. Die sind ja cool, die Dinge. Oh. Die finde ich cool, die Viecher. Irgendwie.
Auch wenn es ganz schön viele sind. Muss man sie schnell hier abbauen können. Hoffen wir mal, dass das die richtigen sind. Aber ich meine, das ist ja definitiv ein Rudel. Müssen wir nur irgendwie wieder einen erwischen. Wenn er draußen ist, damit wir da drauf hauen können. Na komm schon. Diese wegrennen, das gibt's doch gar nicht. Aber ich hab doch. Ich hab nichts dabei, was mir da jetzt irgendwie. Ich glaube, ich hab die Fallen und den Mist drin in der Box gelassen. Könnten mir jetzt hier vielleicht weiterhelfen, aber. Ach so. Denke ich dir aktuell nicht. Irgendwas mit. Fackel könnte interessant sein. Ich glaube, die konnten wir während dem Laufen benutzen. Mal gucken, ob das richtig in Erinnerung war. Sieht zumindest so aus. Ich stelle mich, glaube ich, auch wieder gerade ein bisschen sehr schlau an. So, wie ich mir das vorstelle. Ich habe eben auch einen besiegt. Warum brennen die denn jetzt nur weg? Das check ich nicht. Jetzt auf einmal, was geht denn hier ab? Ja, greif mich ruhig an, ich hab da kein Problem mit. So, ihr bleibt hier. Kirschen, 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 was wir können. Ja, da sind die Monster in der Reihe, alles klar. Ich denke, die kriegen wir eh nicht mehr, da drin. Vielleicht doch, doch, unten frei. Ne, über den hier auf jeden Fall. Große Flosse. Sehr interessant. Aber wieso haben die mich jetzt angegriffen? Und die ganze Zeit vorher nicht? Sehr mysteriös. Irgendwie wieder dazu bekommen, dass er halt Lust hat, mich anzugreifen. Komischen Scheiße hier. Manchmal eine Sekunde zu spät. Schon haben wir Pech gehabt. Dass da keinen erwischt habe, ist ja auch ein Witz. Ich weiß nur, dass die nichts an den Fallen und sowas drin sind, auf jeden Fall mitnehme. Das ist ja lächerlich. Bei den Viechern. Irgendwann müssen sie mich schon wieder angreifen. Oder hätte ich wenigstens eine Schusswaffe oder sowas? Oder? Nee, nix. Immerhin haben wir einen getötet. Müssen wir gleich mal die Waffenstärke auch wieder machen.
weiß nicht, ob ich vielleicht einfach versuchen sollte, da dran zu bleiben, damit sie irgendwann hier rauskommen. Oder ob zuhauen halt das richtige Methode ist, oder? Ich weiß es nicht. Einfach warten, bis wieder die Gelegenheit dazu kommt. Anders bleibt es nicht. Okay, man kann sie definitiv nicht angreifen, solange sie da rumspringen. Bei ihm hätte ich auf jeden Fall getroffen. Denke ich zumindest. Bin mir sicher, mit einer Falle oder so wäre das super einfach gewesen. Ich darf mich jetzt hier mit so einem Quatsch rumärgern. Okay. Immer noch mal zwei Stück erwischt. Oh, werden sie denn noch von einem angegriffen? Das ist doch schon mal gut. Hat sich einer freiwillig zum Sterben gemeldet. So, schnell, schnell, schnell. Gucken, was wir kriegen können. Da will wieder einer sterben, scheinbar. Oh man. Gib. Ja. Komm her, komm her. Bleib da. So. Euch zwei muss ich jetzt wieder erwischen. Nimm, dann wird er keine Innereien. Das gibt's doch gar nicht. Mit ihm hier vielleicht zuerst kriegen. Das wäre ganz gut. Jawohl, und sogar eine Innerei drin. So, hier auch noch. Sehr gut. Und dann werden wir diesmal den Teleporter benutzen. Gehen wir nämlich ein bisschen auf die Nerven. So. Innereien weg. Ziel erreicht. Rückwärts im Dorf. Der gibt uns wohl auch noch eine Quest. Ah ne, er hat uns irgendwas gegeben, okay. Quest erfüllt. Das war dann die erste Level 2 Quest, die wir abgeschlossen haben. Land der Extreme wurde hinzugefügt. 1000 Zenny bekommen. Speichern. Und ja, damit beenden wir dann auch diese Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.